Schönen guten Morgen. Guten Morgen noch. Zweiter Tag. Shalom. Werner, wie hast du geschlafen? Gut. Sehr gut. Also die Unterkunft äußerst komfortabel. Eine Pilgerunterkunft. So leicht gemotelt, aber das wird eh überbewertet. Hast du alle Bandwetzen? Alle Bettwanzen rausgebracht? Oder? Nein, ich habe mich um die Leis gekümmert. Ja. Wir haben Gott sei Dank zwei Betten gehabt. Ja. Gott sei Dank einen Schlafsack mit. Also, wirklich. Ja. Was sind die Pläne für heute? Wo gehen wir hin? Geradeaus. Okay, aber wir sind da hinten schon mal rechts und einmal links abgekommen. Ja, geradeaus. Der Plan ist, ich schaue lieber nach, weil du vorhin Betten dazu, dass wir. Mein Lesen hat der Speedy leichte Schwierigkeiten. Das stimmt leider, ja. Deshalb sind wir gestern ein paar so Abkürzungen gegangen. Hinter einem Friedhof. Straße. So, okay. Wir sind in Zeilen und gängen, also jetzt nicht mehr, und gängen bis nach St. Pantaleon. Hast du das so? Ja. Ja, St. Pantaleon. Das sind ungefähr so 27 Kilometer, circa bei uns wahrscheinlich 35. Ja. Gut geschätzt. Passt, na dann ja. Gehen wir es an, oder? Gehen wir es an. Bis später. Also, pfiat euch. Seh ich. Mal nachschauen, in welche Richtung wir gehen. Also. Der Werner hat da einen wunderschönen Kompass aus dem Ypsiftel. Schrägweg. Also, Norden ist da rum. Wir gehen Richtung Westen. Ich glaube, nachdem wir von da gekommen sind, müssen wir jetzt nach dort gehen. Das stimmt, auf jeden Fall, aber das ist noch Westen. Ja. Da hinten gehen ein paar so kleine Kreuz auf. Ja. Der Jakobsmuschel. Das ist dann ein Haken, weil die Barbara tut eh gern so sticken. Und, so wird das? Ja, das könnte man in Angriff nehmen. Ja. Ja, Papsi. Also, Papsi. Ich hoffe, du hast das gehört, ja? Du hast das gehört. Hast eh ein Jahr Zeit. Es gibt Leute, die haben beim Brustgurt da herum die Bananen eingesteckt. Angeblich, ich weiß nicht, ob das stimmt. Angeblich. Australopithecus bananus. Also wir sind hier bei der heiligen Jakobusstatue und der Jakobsweg, der ist ja ein Weltkulturerbe der UNESCO seit 1987. Ja. Und jahrhundertelang war der Jakobsweg vergessen, aber die Leute sind einfach wieder draufgekommen zum Entschleunigen und eine spirituelle Reise macht das nichts, wenn man 2000 Kilometer bis nach Santiago geht, das macht nichts. Und dort das Grab des heiligen Jakobus besucht, der ja in Spanien sehr verehrt wird. Er ist ja der Maurenvernichter gewesen. Ja, also Mauren, also das darf man auch nicht mehr sagen, politisch unkorrekt. Also der heilige Jakob halt. Und der ist angeblich dort begraben, weil irgendwann ist einmal ein Schiff dort angestrandet und da waren seine Gebeine drinnen. Und ja, jetzt liegt er halt in Santiago, der Arme. Ja. Ist der hier da am Foto? Ist das der heilige Jakobus? Ja, das ist eine Aufnahme. Wahrscheinlich Zeitreise. Ja. Da ist der Biff in der Zeit zurückgereist und hat den heiligen Jakobus
kurz vor seinem Exil in Jerusalem fotografiert. Aber du musst da mal schauen, der leuchtet uns den Weg, der heilige Jakobus. Ja, ja. Das müsst ihr euch einmal anschauen. Da schaut euch das an. Wirklich wahr. Ist das nicht schön? Aber ich hätte geglaubt, wir machen da ein Video davor, dass man unser großes Vorbild, dass du da herstellst. Ja. Also, dass man uns kurz sieht da. Ja, beide. So, ja. Das ist wirklich wunderschön. Erleuchtet von hinten, erleuchtet. Also, beleuchtet, erleuchtet. Wunderbar. Ja. Na, passt. Heißt, wir haben jetzt ein bisschen mehr als die Hälfte vom heutigen Tag hinter uns. Also, was wir vorhaben. Walsee ist hinter uns. Und es geht weiter noch. Sankt Pantaleon, dort ist dann der heilige Pantaleon und da werden wir dann die Geschichte auch noch erzählen. Passt, ja. Dann. Pfiat euch. Grüß euch. Ja, gerade Fleisch, da gehen wir nicht. Nein. Wir gehen da. Da könnte man Pause machen. Das ist noch ein Rastplatz. So wie das ausschaut, ist das noch aus der Jungsteinzeit. Also dürfte schon relativ alt da sein. Also dürfte damals schon relativ begangen sein, dieser Weg. Ja. Weil da die Jungsteinzeit. Jungstein, Zeitianer, die sind ja da die Donau entlang, auf und zu. Ja. Ja. Da haben sie die Haus nicht. Ja. Wahrscheinlich. Oder auch nicht. Wir nicht. Sind romanische Fresken und ein romanisches Dreieck. Das Bidi will jetzt unbedingt da rauf, weil er will dieses Dreieck sehen. Ja, seht ihr das, diese Stufen. Wir sind jetzt ungefähr 27 Kilometer marschiert und er muss noch das Dreieck sehen. Ja? Nein, es sind glaube ich 28. Und vielleicht will er als nächstes noch das Bermuda-Dreieck sehen. Ich gehe. So, Werner, wir haben es geschafft. Wir sind endlich nach 10 Stunden, 20 Minuten und 32 Kilometer sind wir jetzt in Sankt Pantera. Super war es, ja. Wie ihr gesehen habt, die Gegend war jetzt irgendwie nicht so berauscht, oder? Ja, etwas eintönig. Ja, ein bisschen fad. Na, passt. Ja, das war es eigentlich, das Fazit vom heutigen Tag. Vielleicht schneidet es in 2 Wochen dann. Oder in 10 Jahren. Möglich ist alles. Na, passt. Das war's. Schönen Abend noch. Bis zum nächsten Mal. Bis Tag 3, also morgen.